Hi Leute, willkommen zurück hier bei Gartenflipper. So, das habe ich mit dem letzten Bart gemacht hier. Und jetzt gucken wir weiter nach hinten und ich überlege gerade noch. Irgendwas hier? Nein, ich möchte erstmal hinten noch was ergänzen. Das ist ganz wichtig. So, wir kaufen im Shop. Das war bei Erholung. Jawohl, das passt doch noch richtig gut hier rein. Er guckt dann ein Stück raus, aber warte. Mehr geht nicht. Und den kriegen wir auch noch da. Ne, kriegen wir nicht mehr da drunter. Aber dann hier jetzt. Das wäre doch vielleicht noch irgendwas für vorne oder hier so. Hier. Yeah. Boah, das ist. Da kannst du der Kreativität freien Lauf lassen hier. Also, wenn das nicht mal ein geiler Garten ist. Ob die Pflanzen so wachsen können nebeneinander, ne? Das ist was anderes. Ich weiß nicht, ob die von den Nährstoffen so klarkommen würden. Jetzt ist hier noch ein bisschen leer. Ja, Hecke, habe ich schon mal gesagt. Das wäre cool, gibt es aber nicht. Ah, aber. Oh, cool. Das kommt da auf jeden Fall dran. Ich mag so, ich finde so eine alten Hängelampen richtig cool. Auch hinten werden wir das noch dranhängen, hier an die Ecke. Damit der Weg beleuchtet ist hier ein Stück. Dann hier, wo die Leute sitzen. Da auch. Okay, nicht ganz gerade. Ah, Stücken hoch noch. Stücken! So. Und irgendwie der Vollständigkeit halber will ich an der Ecke auch noch eine dranhängen. Und die kann man noch ein Stück runtersetzen. So. So, Poolbereich ist bald dran. Kann ich den eigentlich anmachen? Leider nicht, ne? Kann hier draußen nichts benutzen. Kann ich denn so eine Feuerschale anmachen? Wir kaufen mal eine und testen das. Geht auch nicht an. Ich lasse mal stehen, weil ich habe nur noch. War alles kaputt mit dem Hammer. Ich habe ja noch eine Idee. Erstmal kommt hier eh die Gartenschaukel hin. Nö. Ich mach's mal so. Alter, das ist auch so ein Riesending wieder, ne? Ach so, dann muss ich zusammen montieren. Bolzen! Bolzen, Mutter! Ja, muss einiges aushalten hier. Hollywood-Schaukel auf einer Party immer das Highlight. Das sage ich euch. Und da muss vielleicht doch noch ein Baum weichen. Wenn nicht sogar beide. Aber ich wollte erstmal vorne fertig machen. Hui. Ich finde es so cool, wie das geworden ist. Ich denke mal, der Bereich ist okay, ne? Wir haben noch mal einen kleinen Brunnen hingesetzt. Hinten haben wir es ein bisschen bunter gemacht. Können hier noch ein paar Ziergräser links und rechts setzen. Ist eigentlich so das Beste.
Die Ziergräser, die großen. Oder was gab's denn hier? Warte, bei Rabatte gab... Nee, war zu groß. Eher vielleicht noch so kleine Büsche. Ja. Oh, der ist auch schön, der Baum. Der hat hier noch Platz. Setz den noch rein, Mann. Ja, machen wir erst den da hinten noch. Hat zwar keine Struktur groß, aber ist ein Garten. Wächst eh zu. Ja, geht. Ich würde das echt gerne mal von der Straße aus anschauen. Und ich wollte noch mal gucken, 1 Meter hoch. Wir können ja mal hier noch eine andere Farbe nehmen. Ja, mit dem Hintergrund, ne? Das soll ja alles ein bisschen nach hinten verdeckt sein. Keiner darf reingucken. Nee. So. Schade ist, dass bei dem Rundgang das Haus nicht mit angesehen werden kann. Weil, ich glaube... So einen geilen Keller hat keiner. Oh, ist dieselbe Farbe wie der Zaun. Aber ist okay. Hier ist echt ein bisschen leer. Wie gesagt, da müssen jetzt Ziergräser hin. Was ist... Und denn da noch? Da noch so ein paar kleine Sträucher verteilen. Denke ich, das kann man machen. Oh, dass man auch gut da durchlaufen kann dazwischen. Ja, so füllen wir das hier noch auf. Ah, zu klein. Kugelstrauch. Ach, den hatten wir da hinten. Warte mal, hier ist von den Bäumen hier noch eins hin. 4 Meter hoch? Alter. Boah, warte mal. Da hinten kommt er hin. Der sieht auch cool aus. Ich finde Bäume echt cool, die so hoch wachsen, wo das dann so lässig runterhängt. Das finde ich irgendwie nice. Auch hier. So, weiter geht's mit Sträuchern aber. Ja, Palme ist hier zu krass hier vorne. Ja, wieder zu klein. Was haben wir denn hier noch so an Nadelgestrüpp? Ja, sowas hier. Füllt gut aus. Und ich will es auch nicht zu voll machen, ne? Ich finde aber hier irgendwie noch einen kleinen Tisch gut. Möbel, Tische. Finden wir da irgendwie was Kleines? Was man so dazwischen packt? Ja, ist zu klobig. Oh, hier sind die Regenschirme.
Bänke. Ich würde ehrlich gesagt so ein Teil hier nochmal nehmen. Ja. Ah, warte, nein. Dann nehme ich auch in Wänge, wenn es gibt. Wänge gibt es eigentlich in allen. Oh, bitte. Wänge. Jo. So, und bei dem Nadelzeug hatte ich jetzt Pflanzen, Nadel. Ja, hier so hin. Damit es auch im Winter hier noch ein bisschen grün ist, ne? Und ich mach mal noch so ein paar Blümchen hier hin mit. Da nochmal eine andere Farbe. Komm, lila haben wir jetzt irgendwie noch nicht so oft. Hup. Hm, da vielleicht auch noch blau, aber das ist ein bisschen. Das fällt zu sehr auf irgendwie, ne? Ich habe eine Idee, wir gucken mal. Gelb, dann nehmen wir meine Danger-Farben. Blau und Gelb. Und wieder blau. Wieder blau. Den Stück, den, warte, warte, so. Der ist ein bisschen zu... So. Okay, ich glaube, das reicht hier vorn. Jetzt gehe ich doch wieder so ein bisschen hin und her und guck noch, ne? Vielleicht setze ich jetzt einfach noch so ein paar Ziersträucher hier hin. Ich meine, die sind ja ganz dezent. Mir ist der Teich irgendwie noch ein bisschen so zu leer. Und da habe ich jetzt auch noch die Idee, wir nehmen da auch Ziersträucher. Verteilen. Ich denke die ganze Zeit so im Hinterkopf. Was ist, wenn das sich jetzt einer anschaut? Wie würde er erst bewerten? Oh, das finde ich aber ein bisschen zu wenig. Da ist ja irgendwie alles zu leer. So denke ich die ganze Zeit. Als ob ich das übelst wirklich... Ja, ich reiche das hier ein, aber als ob ich jetzt irgendwie unbedingt gewinnen will. Wo ich immer noch nicht weiß, worum es geht. Junge, was los? Kamehameha. Jetzt kommt doch noch mal so ein bisschen Bambus hier rein. So ganz leicht dazwischen nur. Oh, bitte geh da drunter hier so in die Ecke. Ja. Vielleicht auch nur so auf der einen Seite.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, das sieht ein bisschen zu statisch aus. Ich mache da mal noch einen großen dazwischen, wenn es irgendwo hinpasst. So, hier war doch gerade. Vielleicht einer noch. Oh, das Speichern, ey. Denkst du ja immer fast so, das schmiert gleich ab, das Spiel. Aber ich denke, das war's. Okay, Leute, dann geht es weiter im nächsten Part. Dankeschön. Haut drin, bis dahin. Tschüss.